Eine neue Woche TAF heute mit uns zwei. Juhu, und das sind unsere Themen. Gibt's dann gleich um 17 Uhr und wir freuen uns. Und wie lecker das aussieht. Bis gleich. Mehr davon. Schockmoment in Hollywood. Tom Cruise hat sich nämlich bei Dreharbeiten zu Mission Impossible 6 verletzt. Ein Stunt ging mal ordentlich daneben. Ja, allerdings bleibt jetzt natürlich die Frage, ob er sich diesmal selbst überschätzt hat und wie es ihm eigentlich geht. Hier kommt die ganze Geschichte. Nee, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass er bald wieder auf die Beine kommt. So. Seine Tat hingegen schockiert immer noch die ganze Welt. Am Wochenende rast ein 20-Jähriger im Bundesstaat Virginia in eine Menschenmenge. Ja, eine junge Frau stirbt dabei, 19 werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Nur dank des Einsatzes eines mutigen Helden ist am Ende nicht mehr passiert. Die ganze Geschichte gibt's jetzt. Lecker. Nach so viel zu schnüffeln gibt's jetzt toll. Was zum Staunen. Es geht wieder rund im Promi Big Brother Haus, aber wie? Ja? Und da wird natürlich auch fleißig über die Gage spekuliert, ist klar. Ein Bewohner soll angeblich 300.000 Euro kriegen. Mein lieber Scholli, da ist wieder einiges los. Welcher Promi die vielleicht höchste Gage der TV-Geschichte bekommt und welcher Promi sogar für Umme angeblich drin sein soll, das fragt wen jetzt. Ich krieg nichts. So, jetzt aber erstmal Schluss mit Tränen. Haben Sie, liebe Leute, haben Sie schon von dem neuen Bikini-Trend Underboobs gehört? Ja, den tragen jetzt sehr viele leckere Promis am Strand. Willst du vielleicht mal erklären, worum es geht? Ich würde es erklären, vielleicht an dir, dass ich da einfach mal kurz dich benutze. Also, beim Underboobs-Bikini ist es nämlich so, da ist das Dekolleté nicht oben, wie man hier beispielsweise sieht, sondern, das ist der Clou jetzt an der ganzen Geschichte, unten. Wie das dann aussieht, falls Sie es jetzt noch nicht verstanden haben, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, was das Ganze überhaupt soll und warum die Promis so drauf abfahren. Bitteschön. Und was sagst du als Bikini-Experte? Ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Also bei manchen, mal so, ne? Bei manchen würde ich ja sagen, sie kann es tragen. Ja, bei dir würde ich auch sagen, top. So, alles andere als Hingucker sind im Urlaub wir Deutschen. Denn wir belegen Platz 3 der nervigsten Urlauber. Und selbst wir Deutschen, also wir Deutschen selbst, sagen über uns, dass wir nervig sind. Platz 5 belegen wir da nämlich. Ich kann es ja irgendwie ein bisschen verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir wollten jetzt natürlich mal ganz offiziell wissen, sind wir Deutschen im Urlaub wirklich so schlimm? Und deswegen begleiten wir 6 jugendliche Partyurlaub an den Sonnenstrand von Bulgarien, glaube ich. Gell? Und da haben wir es natürlich mal nach dem deutschen Klischee-Touri gesucht. So sieht es aus. Sandaletten, Tennissocken, all sowas. Läuft, würde ich sagen, oder? Ja, so ein bisschen bin ich ja auch so, ein bisschen. Ja, das weiß ich, das habe ich schon gehört. So, aber wir fahren ja nicht zusammen im Urlaub, sondern wir machen jetzt TAF und es geht weiter mit Flirten sozusagen, oder vielleicht. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit Bullriding mitten auf dem Badesee? Dabei kann man auch hier Knickknack und so weiter, ist, ist auch eh klar. Oder eine Tischtennisplatte mitten im Wasser. Das sind aber nur 2 von unseren super Wassersport-Gadgets, ne? Ist klar. Absolut. Es sind nur 2, kommen jetzt nämlich noch mehr. Aber was taugen die eigentlich? Was ist was, was ist nichts? Wo kann man das am besten testen? Auf einer Beachparty in Duisburg. Natürlich. Bulgarien. Jo, davon haben wir ja heute Gott sei Dank reichlich Sonne. Juhu. So, weiter geht's auf jeden Fall mit einem echt fragwürdigen Promi-Trend aus natürlich Hollywood. Sich schon als Teenager unters Messer legen, alles nur für Schönheit und Erfolg. Ja, wie zum Beispiel unser nächster Promi. Die ist gerade mal 17 Jahre alt und hat schon einiges hinter sich. Nämlich Botox-Injektion und Lippen aufspritzen. Aber genau das scheint in Hollywood im Moment, genau so sieht es dann nämlich aus, erschreckenderweise ziemlich gut anzukommen. Ja, so ähnlich kann man das zusammenfassen. Und auch bei diesen armen Viechern hier wurde Hand angelegt, so heißt es. So, und Turtel können Sie jetzt auch noch, und zwar mit unserem Gewinnspiel. Unser Fashionpreis, der besteht nämlich heute aus Gucci-Sneakern. Wahnsinn. 01379447711, Ihre Nummer zum Glück. Dort bitte das Kennwort. Entweder Mode oder Elektro nennen, je nachdem, welches Paket Sie denn gerne haben möchten. Oder eine SMS mit Mode oder Elektro an 3x4, 3x1 schicken. Und außerdem gibt es für den Gewinner noch eine We Love Summer CD. Starwatch zur Verfügung gestellt. Also wir drücken die Daumen. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei TAF Live aus München und wir machen weiter mit einer Preisfrage. Können Sie nämlich erkennen, was das hier ist? Gibt auch noch einen kleinen Tipp. Das ist bunt, das sieht man ja, das ist wuschelig und es wedelt mit dem Schwanz. Oh, kommst jetzt du muss drauf? Ich ganz kurz kommst überlegen. Du Nein, du bist es nicht. Darunter stecken tatsächlich echte, lebende Hunde. Das kann man sich kaum vorstellen, die armen Dinger. Und wir stellen uns jetzt natürlich die Frage, wer macht sowas und vor allen Dingen, warum? Oh ja, das arme Ding, hoffentlich muss beim nächsten Mal nicht einen auf Haipudel machen oder so. Bei den Stars läuft es auch nicht nur rund, welches Ex-Paar wieder am Anbandeln ist und welcher Megastar einen richtig krassen Korb gekriegt hat. Hier ist der TAF-Klatsch.
So, vorher können Sie aber noch mal gewinnen und zum Beispiel unseren Fashion-Preis. Was ist da alles drin? Gucci. Und das alles gibt's unter der 01379 44 77 11. Dort bitte das Kennwort Mode oder Elektro nennen, je nachdem, welches Paket Sie möchten. Oder Mode oder Elektro per SMS an 3x4, 3x die einschicken. Und für jeden Gewinner gibt's außerdem noch eine We Love Summer CD von Star Wars. Kann sie alles auswendig. Bis gleich. Kann sie alles auswendig. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei Tough Live aus München mit Stiefeletten. Jetzt pass auf, Achtung, genau Achtung, auf. Die so aussehen wie Socken. Klingt jetzt nicht besonders sexy, ne? Nee, aber soll mal angesagt sein, warte ab. Ist das tatsächlich so? Wahnsinn, was es nicht alles gibt, was so alles im Trend ist. Na, gibt sogar eine App, ja, jetzt kannst du dich mal festhalten, Achtung, die verspricht für Frauen nie wieder Bad Hair Day. Wie das Ganze funktioniert, jetzt der Tough Trend. Wie mach ich sogar? Ich weiß auch.